Emerson sagte, das ganze Leben ist ein Experiment. Und je mehr Experimente wir machen, desto besser. Auf Italienisch übrigens, tutta la vita è un esperimento. Più esperimento fai, meglio è. Ja, dieses Zitat kenne ich von Alberto, weil er es in seinem Buch erwähnt, in seinem E-Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ja, dieses Zitat, denke ich, ist sehr wahr. Ja, je mehr Experimente man macht, desto besser. Und ich denke, es gibt viele Strategien, es gibt viele Dinge, die man tun kann, um das eigene Leben zu verbessern. Aber am Ende ist es eine sehr individuelle Sache. Es ist sehr individuell. Für manche Leute ist es zum Beispiel gut, früh aufzustehen. Für manche Leute ist es besser, wenn sie spät aufstehen und dafür abends länger wach bleiben. Ja? Für manche Leute ist es gut, vegetarisch zu essen. Für manche Leute ist es gut, mehr Fleisch zu essen. Oder für manche Leute ist die Paleo-Diät gut, für manche Leute ist die, was gibt es noch so für Diäten, ja? Manche Leute trinken gerne Smoothies und so weiter, ja? Das sind Dinge, die man tun kann und die man ausprobieren kann und die man auch empfehlen kann, aber derjenige, dem man die Sache empfiehlt, der, für den klappt es nicht so gut, eventuell. Ja? Und ich habe sehr viele Dinge mit dir geteilt in diesen Videos. Ja? Ich habe mal eine Liste gemacht. Ich habe Videos gemacht darüber, dass ich Smoothies mache. Ja? Ich habe ein Video darüber gemacht, ich habe ein Video über die Paleo-Diät gemacht, ja? Als ich die Paleo-Diät gemacht habe. Ich habe ein Video über die Slow-Carb Diät gemacht. Ich habe ein Video über den Wundermorgen gemacht. Ich habe ein Video über meinen strengen Tagesplan gemacht. Ich habe ein Video darüber gemacht, dass ich jede Stunde Sport gemacht habe. Ja, für ein, zwei Minuten nur. Ja. Und ich habe ein Video darüber gemacht, dass ich polyphasischen Schlaf ausprobiere. Ja, all diese Dinge mache ich nicht mehr. Dies waren alles Experimente. Ja, und jetzt mache ich ein neues Experiment. Ja, jetzt lerne ich, oder jetzt versuche ich intuitiver zu leben. Ja, ich habe keinen strengen Tagesplan mehr. Ich habe eine Liste von Dingen, die ich gerne machen möchte. Und dann tue ich diese Dinge, aber ich mache sehr intuitiv Pausen. Ja? Manche Leute benutzen zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Und das ist auch ein Experiment. Funktioniert die Pomodoro-Technik für mich? Ja? Ich habe sie ausprobiert und für mich funktioniert sie nicht. Und jetzt versuche ich intuitiv Pausen zu machen. Ja? Immer wenn ich merke, oh, jetzt lässt es langsam nach, mache ich eine Pause. Ja? Und das ist auch der Punkt von all diesen Videos, die ich mache. Ja, immer wenn ich eine neue Strategie entdecke, eine neue Strategie ausprobiere, immer wenn ich ein neues Experiment mache, dann möchte ich dich dazu inspirieren, auch ein Experiment zu machen. Ja, mir ist es nicht wichtig, dass du jetzt ein bestimmtes Experiment ausprobierst. Ja? Mir ist es nicht wichtig, dass du jetzt zum Beispiel den Wundermorgen ausprobierst. Mir ist es nicht wichtig, dass du die Slow Carb Diät ausprobierst. Und mir ist es nicht wichtig, ob du polyphasischen Schlaf ausprobierst oder nicht. Ja? Wichtig ist, dass du viele Experimente machst, ja, oder beziehungsweise das ist, was ich mache und das ist etwas, von dem ich meine, dass es sehr hilfreich ist und das ist etwas, was ich dir empfehlen möchte oder was ich dir ans Herz legen möchte, ja, und vieles von dem, was ich mache,
ist diesem Zweck gewidmet. Ja, vieles von dem, was ich mache, hat dies als Ziel. Ja, andere Leute zu inspirieren, selber Experimente zu machen, selber mehr ausprobieren, mehr auszuprobieren. Ja, selber das Leben mehr zu leben, das Leben mehr zu genießen. Ja, und ja, das ist ein großer Teil von dem, was ich mache. Wie gesagt, Emerson meinte, das ganze Leben ist ein Experiment. Je mehr Experimente du machst, desto besser ist es. Insofern möchte ich dich heute dazu ermuntern, etwas auszuprobieren, was du noch nicht vorher ausprobiert hast. Ich möchte dich dazu ermuntern, ein Experiment zu machen heute. Ja? Welches Experiment probierst du heute aus? Wenn du möchtest, kannst du mir einen Kommentar hinterlassen. Ich bin gespannt, was du so ausprobierst. Und falls du nicht weißt, was du ausprobieren kannst, dann schau doch mal auf meinen Kanal und schau dir mal an, was es da für Videos gibt. Und vielleicht gibt es ein paar Videos, die dein Interesse wecken und die dich dazu inspirieren, ein Experiment zu starten. Vielen Dank fürs Zuschauen und immer fleißig lernen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!